Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Ist okay? Ja, Herr Kofeld ist bei mir nach dem Testspiel Werder Bremen VfL Osnabrück. 2:1 haben Sie gewonnen. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Ja, erstmal muss man sagen, dass das Osnabrück sehr gut gemacht hat insgesamt auch, in beiden Halbzeiten. Für uns war die erste Halbzeit eine ganz wichtige Halbzeit im Sinne von Rhythmus halten. Haben wir auch dann doch mit einigen Stammspielern gespielt. Das haben wir sehr gut gemacht. Ich fand, die ersten 10 Minuten waren ein bisschen wackelig. Da haben wir ein, zwei individuelle Sachen gehabt, wo wir 1-gegen-1-Duelle verlieren und dann in den Konter laufen. Aber auch Osnabrück auch gut gespielt. Aber insgesamt müssen wir zur Halbzeit höher führen, haben viele Chancen, haben das gut rausgespielt. Vor allen Dingen auch nicht zufällig rausgespielt, sondern so, wie wir es uns vorgenommen haben, mit wenig Kontakten, gegenläufigen Bewegungen, immer wieder tief angelaufen. Das war gut, das hat mir sehr gut gefallen. Dann zweite Halbzeit war das sozusagen dieser Part abgearbeitet für uns, und wir haben dann viel gewechselt, haben viel mit U23-Spielern gespielt, was dann natürlich dazu führt, dass man so diesen Rhythmus nicht mehr hat. Man hat schon gesehen, dass wir die Raumbesetzung wie erste Halbzeit nicht mehr ganz so hatten. Das ist aber kein Vorwurf an die Jungs, weil die haben es individuell trotzdem gut gemacht. Wie gesagt, gegen eine starke Osnabrücker Mannschaft, die dann mit Sicherheit auch noch vielleicht ein zweites Tor schießen kann, vielleicht sogar muss. Und wir machen das zweite Tor durch Jonah, das freut mich für ihn besonders. Und von daher, wir jetzt nicht über unverdient oder nicht verdient reden, war glaube ich, für alle ein gutes Testspiel. Und insbesondere mit der ersten Halbzeit bin ich schon sehr zufrieden. Max Kruse sagte gerade schon, dass man natürlich einerseits gewinnen will, um im Rhythmus zu bleiben, also gut in die Liga auch gestartet sind. Andererseits natürlich auch für das Selbstbewusstsein. Hätten Sie sich schon gewünscht, dass ein oder andere Tor mehr geschossen wird? Ja, ich wünsche mir immer, dass wir 50 Tore schießen. Aber nein, wir haben uns die Chancen rausgespielt, wir haben uns nicht zufällig rausgespielt. Und wir haben ja in der Liga jetzt auch viel getroffen. Also schön war, dass wir gewonnen haben. Das ist in der Tat so, weil du einfach so in diesem Rhythmus bleibst, zu sagen, okay, wir gewinnen. Und so gesehen war das schon alles in Ordnung. Nuri Sahin war einer der Gesetzten, die, glaube ich, einer von wenigen, die durchgespielt haben. Für ihn als Spielpraxis wichtig heute? Ja, ich habe es mit Nuri vorher besprochen. Er hatte den Wunsch, auch 90 zu spielen, um nochmal eine lange Distanz zu haben. Und dann sind solche Spieler einfach gut dafür. Nuri ist ein ganz wichtiger Spieler für mich. Ich würde ihn definitiv zum Kreis der Stammspieler zählen, die bei uns nicht nur 7, 8, 9, 10 sind, sondern eher 13, 14 Leute, weil wir da ja auch immer sehr flexibel zwischen Systemen variieren. Und Nuri ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Und er hatte das Gefühl, und wer wäre ich, dass ich da nicht drauf hören würde, dass er sagte, dass er das Gefühl hatte, er braucht nochmal 90 Minuten. Hat er die gekriegt, hat es gut gemacht. Und man sieht immer wieder diese Bälle in die Tiefe von ihm. Da brennt's lichterloh beim Gegner. Und schön, alle gesund geblieben. Guter Abend. Zu guter Letzt, wie bereiten Sie sich auf den Gegner in so einem Testspiel vor? Guckt man dann schon, wie der VfL spielt, was Sie zuletzt gemacht haben? Im Vergleich zu einem Bundesligaspiel ist das ja wahrscheinlich ein bisschen weniger, oder wie kann man das sehen? Ja, also es ist nicht in der Intensität wie beim Bundesligaspiel, aber wir haben uns schon mal informiert über die Spieler. Wir hatten auch den einen oder anderen natürlich dabei, der auch Osnabrück ganz gut kennt. Grosso hat dann ja auch noch gespielt, war auch schön für ihn, glaube ich, nochmal an alter Wirkungsstätte ein bisschen zocken zu können. Haben aber auch die Analyseabteilung auch, hat schon vorher geschaut, wie sie spielen, welche Systeme, spielen auch sehr variabel, sehr flexibel auch in den Grundordnungen, haben, finde ich, sehr gute Stürmer, sehr schnelle Stürmer, spielen vertikal da rein. Ich hoffe, dass bei Mark Heiner nichts Schlimmeres ist, und wir haben uns schon darauf vorbereitet, definitiv. Also ein angemessener Test für Sie? Und. Toller Test, gute Atmosphäre auch. Bremer Brücke ist immer wunderbar und super Platz und guter Gegner. Alles gut. Alles klar, besten Dank. Danke auch.